Willkommen zu einer neuen Folge Oblivion zu Elder Scrolls 4. In der letzten Folge haben wir ja versucht, so einen Überfall zu machen und sind der Diebesgilde beigetreten. Aber ich würde mal sagen, jetzt sollten wir erstmal gucken, wo dieser Ongar überhaupt Hallo. Sich befindet. Ich glaube, das da ist er. Gegrüßt. Hallo, wie ich sehe, seid ihr einer der Graufuchsleute. Ja, wir brauchen einen. Er ist schon ewig dabei. Er fungiert schon. Na gut. Schatten mögen euch verbergen. Ja. Ich frage nur, wo geht er hin? Ach, er geht hier rein. Hallo. Hi. Ich bin sehr müde. Okay, hier können wir was abhandeln. Ihr habt Diebesgut? Überhaupt so viel? Ja. Ich sollte es euch nicht so billig verkaufen, aber ich weiß, dass ihr nicht so viele fragt. Bin ich froh. Da haben wir jetzt mal wieder einen guten Vorrat an Dietrichen. Also, er ist hier in dieser Hütte. Benötigt ihr etwas? Und hier Benlin, so. Genau da könnten wir doch noch mal rein. Da haben wir doch schon mal. Hier sind wir ja schon mal reingegangen. Wir sollten so Sachen mitnehmen, die auch was wert sind, ne? Weil so... Das ist alles nichts wert. Guck mal hier, ein Lauch, der... Lauch für 3 Gold. Wow. Oh, das können wir alles so mitnehmen. Das ist ja noch nicht mehr gestohlen. Toll. Es ist jetzt, weil der hinüber ist und wir deswegen... alles mitnehmen können, was wir mitnehmen wollen? Oder war es einer? Das war knapp. Wir können das alles so mitnehmen, als ob es nicht gestohlen wäre. Das ist merkwürdig. Das ist wirklich merkwürdig. Komm, reden wir mal mit dem. Ich heiße Canlin. Kanntet ihr vielleicht meinen Onkel Banlin? Er ist kürzlich gestorben. Ein ausgestopfter Kopf hat ihn erschlagen. Sehr tragisch. Nun, gehabt euch wohl. Der hat einen komischen Kopf. Was ist eigentlich aus dem Leibwächter geworden? Man weiß es so nicht, so genau nicht, ne? Hey, dann nehmen wir einfach ein anderes Haus. Alles locker flockig, deswegen. Das ist alles nichts wert.
Die ist was wert. Am besten wären irgendwie so Edelsteine oder irgendwie sowas. Weil die ja richtig viel Gold bringen. Alles billiger Wein. Billiger Wein. Alles, was über 5G ist, oder 5 Gold, nehmen wir mit. So, diese Bücher hier auch. Eine Rüstung? Warum auch immer. Die alle nichts haben, ne? Einkaufsliste. Der war da oben. Oh, ein Silberkelch. Nehmen wir einfach mal alles mit. Und es war wieder klar, dass wir zu schwer beladen sind. Davon einen abwerfen. Was heffen wir denn noch ab? Irgendwas, was... Also so ein Teller oder hier sowas, komm hier weg damit. Irgendein Buch dabei? Ja, da war ein Buch. So, und das verkaufen wir jetzt mal. Ich glaube, wir müssen halt jetzt so viel verkaufen, bis... einen bestimmten Geldbetrag haben und dann können wir jetzt so eine Spezialaufträge annehmen. Für die dunkle Bruderschaft. Ihr scheint, ich bin sehr. Hat auf jeden Fall jemanden Dings gezogen. Ich denke, für den Preis kann ich das Stück loswerden. Habt ihr noch mehr? Das ist ein gutes Das ist ein
Preiszettel. Ich denke, für den Preis kann ich das Stück loswerden. Habt ihr noch mehr? Hier ist ein Teil. Ich denke, für den Preis kann ich das. Mal sehen, was wir noch bei dem kaufen können. Toll, er hat jetzt die Dings nicht mehr. Bin ich froh, dass das erledigt. Arme, Sie können alle haften. Zeigt mir, was ihr da habt. Stimmt mit denen ja nicht. Könnt ihr also nicht. Ich habe mein Ziel erreicht und Diebesgut in Wert von über 50 Goldstücken verhökert. Ich sollte mal bei Armand vorbeischauen. Was ist denn da jetzt los? Euer Motto war schon immer, warum gehen, wenn man auch laufen kann? Jetzt zahlen sich die vielen Stunden des Rennens und Schwimmens endlich aus. Ihr seid nun Lehrling der Athletik. Euer Ausdauerverlust beim Rennen und Schwimmen beträgt nun nur noch 75% des Normalwerts. Was stimmt denn mit dem nicht? Warum wollt Wie geht es euch? Gruß euch. Wer ist die denn? Skjorta. Und warum haben sie die jetzt getötet und... Hallo! Was ist mit dem anderen? Was ist? Brotschka... Achso. Wiedersehen. Womit kann ich euch... Wir brauchen erstmal ein Bett. Ich habe eine Kammer. Na gut. Geht die Treppe hinauf und nehmt die erste Tür. Ich wünsche euch eine gute Reise. Habt ihr von Jorunder ge... Ja, dann gehen wir da mal hin. Okay, wir brauchen auf jeden Fall... Ich glaube, das hier. Auf jeden Fall nicht schlecht und das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wie geht es euch? In Ordnung. Und ihr? Nur nicht Gruß schlecht. Euch. Wiedersehen. Seht euch Seid vor. Gegrüßt, Hochelf. Was habt ihr für Neuigkeiten? Ich habe neulich ein paar Schlammkrabben am Wasser gesehen. Wo denn hin? Ich bin sehr... Eklige Dinger mit ihren dicken Panzern und scharfen Scheren. Ich weiß jetzt, wo ist dieser andere Typ hin? Hm. Ja, wir könnten noch mal einen zweiten Überfall machen. Worum geht es hier? Wir haben noch von irgendeiner Frau den Schlüssel gekriegt. Hallo. Die von ihr. Skjorta. Gehen wir da mal rein. Können wir hier noch ein paar Sachen mitnehmen? Ja, hier können wir auch noch ein paar mitnehmen. Das ist schon mal erfreulich. Ist wieder so viel, was nichts wert ist. Ich sage ja, was wundere ich mich auch bei einem Khajiiten? Billiger Wein. Irgendwelche Bücher, die vielleicht was wert sein können. Hier das hier zum Beispiel. Nehmen wir mit.
Nehmen wir alles mit. Auch wenn ich das irgendwie wunderlich finde, ein Buch über Vampire, ne? Sind so mega teuer in dem Spiel. Das ist auch irgendwie unnormal. Sechs zu viel. Na gut, dann habe ich irgendwie nochmal so einen Trank, der sonst was. Natürlich nicht. Immer noch. So viele Schlüssel, ich weiß gar nicht, wohin damit. Können wir die Justers Haus einmal komplett leer machen. Hi, ich bin sehr müde. Ihr habt Diebesgut? Genau, brüll es noch lauter raus. Das ist ein echter Schnäppchen. Ich denke. Bin ich froh, dass Schatten mögen. Und noch mal rein. Und weitermachen. Hier haben wir ja noch ein paar Sachen geworfen. Fetzigen Lauch. Dunkelbier. Und uns auch noch Bücher. Aber wieso dreimal dasselbe Buch? Sonst ist hier nichts weiteres, okay? Also nichts, was sich lohnen würde mitzunehmen. Teller.
irgendwelche sinnfreie Kleidung, billiger Wein, Schuhe, die nichts wert sind. Und dann verkaufen wir mal weiter bei ihm. Ich bin sehr... Ihr habt Diebesgut? Wie hier ist mal auf jeden Fall 100 Dieterchen. Es war mir eine Freude, mit euch Handel zu treiben. Ich denke... Ein gutes Gestalt. Mann, ich denke für den... Das ist mehr, als ich für gewöhnlich zahlen würde. Daran hab ich denke, das klingt. Ich denke, für dich. Ihr seid ein harter Feilscher. Bin ich froh, dass das erledigt ist. Ja. Schatten mögen euch verbergen. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut, wenn es euch gefallen hat. Dauert das aber das und schaltet ihn in diese Folge ein, wenn wir noch mehr Häuser ausrauben. Bis denn.